Wenn man an die krassesten Sternjäger in Star Wars denkt, denkt man vielleicht an den TIE Defender, an den B-Wing oder den Jedi Sternjäger. Der Geierdruide der Separatisten wird dabei gerne mal übersehen. Schließlich wird er in The Clone Wars oft als Kanonenfutter dargestellt, als T-Jäger der Klonkriege. Und wir finden, das hat er nicht verdient. Er ist nämlich wirklich so viel krasser, als die meisten von euch denken werden. Heute werden wir erklären, wieso der Geierklasse Druiden-Sternjäger nicht nur gar nicht so schlecht ist, sondern ein wahrer Geniestreich der Separatisten. Technologie und Baukunst, die nur schwer zu übertreffen ist. Und das fängt ganz vorne schon an, nämlich bei den Herstellern des Geierdruiden. Designt und gefertigt wurde er von einer Spezies namens Xi'char. Die Xi'char waren eine sehr interessante Spezies. Sie waren extrem religiös und ihre Religion beruhte auf dem Streben nach Perfektion. Perfektion war für sie so etwas wie ein spiritueller Zustand, den man erreichen wollte. Indem man zum Beispiel etwas baute oder etwas bereits Gebautes verbesserte. Die präzise Fertigung von Dingen war deswegen die höchste religiöse Praxis in ihrer Gesellschaft. Sie stellten alles Mögliche her, doch ihre Spezialität waren ganz klar Sternjäger. Und wie man es von einer perfektionistischen Spezies erwarten würde, waren ihre Produkte eigentlich immer die krassesten auf dem Markt. Und speziell der Geierdruide war ihre größte Errungenschaft. Ihre Ingenieure betrachteten es als ihr Meisterwerk. Eins der bekanntesten Merkmale ihrer Produkte war deren Möglichkeit, sich zu verändern. Zu verwandeln. Eine seltene Eigenschaft, die für die Xi'char große religiöse Bedeutung hatte. Die sogenannte variable Geometrie. In diesem Fall konnten die Flügel auch als Beine, auf denen sie laufen können, umfunktioniert werden. Wenn sie also nicht gerade am Fliegen waren, konnten sie einfach rumlaufen. Die Geierdruiden machten eine ähnliche Entwicklung durch wie die Dunkeltruppen im Mandoverse. Früher benutzte die Handelsföderation gewöhnliche Sternjäger, die von Kampfdruiden bedient wurden. Diese waren unfassbar uneffektiv. Den Druiden zum Sternjäger selbst zu machen und den Mittelsmann auszuschalten, war ein Geniestreich. Und so wurde der Geierdruide zum mit Abstand effektivsten Sternjäger in der Geschichte der Handelsföderation. Sodass sie dann auch von der Konföderation unabhängiger Systeme benutzt wurden. Die Separatisten setzten sie in großen Schwärmen ein, das waren je nach Schlacht auch mal Zehntausende. Fangen wir jetzt aber erstmal mit den groben technischen Details an, damit ihr einen Überblick habt. Ein Geierdruide war 3,5 Meter lang und 3,5 Meter breit. Das meiste davon war aber leerer Raum zwischen den Flügeln. Das macht ihn also extrem schwer zu treffen. Die vier klingenartigen Flügel, die den größten Teil des Zielprofils ausmachten, waren zugleich auch die am besten gepanzerten Teile des Schiffs. Darüber hinaus waren sie auch ziemlich solide ausgestattet. Sie hatten jeweils einen kompletten Laserkanonenapparat, kleine Antriebe zum Öffnen und Schließen des Flügelpaares sowie Repulsorlifts. Diese waren die Hauptantriebe des Druiden, die ihm eine beeindruckende Geschwindigkeit sowohl in der Atmosphäre als auch im Weltraum ermöglichten. Mehr dazu gleich. Das zentrale Steuergehirn und die wichtigsten Sensoren waren in einem kugelförmigen Kopf untergebracht, der sich entlang eines dünnen Halses vom Hauptkörper ausstrecken konnte. Er war quasi die Steuerzentrale des kleinen Jägers, in der Signale empfangen, gesendet und verarbeitet werden konnten. Zum Aufbau des Druiden-Sternjägers könnten wir euch hier absolut jedes kleinste technische Detail ausspucken, aber mit 90% dieser Informationen kann man kaum etwas anfangen. Wer es ganz genau wissen will, kann auf Jedipedia nachschauen. Wir kommen jetzt jedenfalls zu den größten Vorteilen dieses Jägers. Um den ersten Vorteil einzuleiten, fangen wir aber mit einem kleinen Nachteil an. Geierdruiden besaßen keine Schilde und waren sehr sparsam gepanzert. Wenn sie also mal getroffen wurden, wurde es also sehr schnell brenzlig für sie. Hier ist aber das Ding, ein Geierdruide wurde sehr selten getroffen, weil er so unfassbar schnell war. Im Raumkampf konnte er mehrere tausend G erreichen. G gibt übrigens an, wie stark eine Beschleunigung im Vergleich zur Schwerkraft auf der Erde ist. Normalerweise spüren wir auf der Erde 1 G. Und wenn ein Pilot in einem Kampfjet zum Beispiel 9 G spürt, fühlt es sich für ihn an, als würde das Neunfache seines Körpergewichts auf ihn drücken. Bei 9 G ist auf der Erde auch Schluss. In Star Wars können humanoide Spezien mit Hilfe von sogenannten Tensorfeldern deutlich mehr tolerieren, aber mehrere tausend G sind auch für sie viel zu viel. Dass Druidensternjäger also so schnell werden konnten, machte es humanoiden Piloten fast unmöglich, sie ins Visier zu nehmen. Auch in der Atmosphäre eines Planeten konnten sie über 1000 Kilometer pro Stunde erreichen, was sie zu einem der schnellsten Jäger ihrer Zeit machte. Sie waren also ziemlich klein und schnell. Darüber hinaus waren sie auch extrem manövrierfähig und konnten unfassbar schnelle Richtungswechsel durchführen. Die Kombination aus diesen Dingen machte sie für die meisten humanoiden Piloten quasi unantastbar. Sie brauchten also keine Schilde oder starke Panzerung.
Richtung. Sie waren konzipiert, so schnell zu sein, dass man sie gar nicht erst treffen konnte. Zudem war der Geierdruide trotz seiner kompakten Bauweise erstaunlich schwer bewaffnet. Jede Flügelspitze war mit einer leichten Laserkanone ausgestattet, also insgesamt 4 Kanonen pro Schiff. Diese waren zwar nicht die stärksten Waffen, konnten aber schnell feuern und die Schilde von Sternjägern relativ schnell zerschießen. Zusätzlich hatte der Hauptkörper auch 2 Energietorpedowerfer, die auch gegen zusätzliche Laserkanonen ausgetauscht werden konnten. In beiden Konfigurationen konnten sie einem Ziel erheblichen Schaden zufügen. Und nein, wir sind noch nicht fertig, denn es waren auch Raketen am Start. Jede Flügelspitze war mit einer bestückt. Diese Raketenwerfer wurden aber auch manchmal genutzt, um Bastroiden einzusetzen, die feindliche Jäger sabotierten. Der letzte wichtige Vorteil der Geierdroiden war die am Anfang schon erwähnte Funktion, ihre Flügel zu Beinen zu machen und rumzulaufen. In dieser Konfiguration warteten sie oft auf den Einsatzbefehl. Denn erstens sparte es viel Treibstoff und zweitens konnten sie aus diesem Modus viel schneller anfangen zu fliegen als von einem Wartungsrack aus. So waren sie immer extrem schnell einsatzbereit. Kein Pilot musste sich vorbereiten und irgendwelche Starttests durchführen. Alles war sofort startklar. Geierdroiden im Laufmodus wurden außerdem oft eingesetzt, um Hangars oder Raumhäfen zu patrouillieren. Oft krochen sie auch auf den Oberflächen separatistischer Schlachtkreuzer herum, was zusätzlichen Schutz bot. General Grievous nutzte diese Funktion bei der unsichtbaren Hand komplett aus. Natürlich waren auch Tridroiden-Sternjäger in den Hangars bereit, aber die Geierdroiden konnten jederzeit sofort auf Überraschungsangriffe reagieren. Es gab aber noch einen Vorteil, den die Lauffunktion mit sich brachte. Sie brauchten keinen Hangar. Sie konnten ganz entspannt auch auf Kriegsschiffen stationiert werden, die keinen Hangar hatten. Statt in einem untergebracht zu sein, sammelten sich die Droiden entlang der Stützträger im Inneren des Schiffes, ähnlich wie Fledermäuse, und befestigten sich mit Magneten an den Wänden. Hier müssen wir einfach betonen, dass das unfassbar praktisch ist. Und obwohl sie die Waffen an ihren Flügelspitzen im Laufmodus natürlich nicht benutzen konnten, waren die Energietorpedos weiterhin intakt. Somit waren sie auch bei Bodenschlachten extrem gefährlich. Von unfassbar schnellen tödlichen Jägern wurden sie zu gepanzerten Kampfmaschinen, die ganze Trupps feindlicher Infanterie auslöschten. So, das klingt bisher ja alles wunderbar. Und das ist es auch, aber natürlich ist nichts perfekt. Somit hatte auch der Geierdruide seine Schwächen. Um genau zu sein, 2 Nachteile. Zum einen wurde er eher untypisch von Festtreibstoff angetrieben. Dieser war zwar leichter unterzubringen und bot eine gewaltige Schubkraft, hatte aber den großen Nachteil, dass er den Jäger nur eine halbe Stunde lang mit Energie versorgte. Sobald diese Zeit abgelaufen war, mussten die Geierdruiden zu ihren Trägern zurückkehren, um aufzutanken. Das war tatsächlich ziemlich unpraktisch. Trotzdem wurde diese Schwäche relativ gut damit ausgeglichen, dass die Druiden nie alle gleichzeitig, sondern immer in Schwärmen ausgesandt wurden. So waren immer jederzeit Hunderte von ihnen im Einsatz. Des Weiteren waren sie nicht gerade für ihre Intelligenz bekannt. Wenn ein Pilot die erste Begegnung mit einem Druidensternjäger überlebte, merkte er schnell, dass ihre Kampfmuster einfach und repetitiv waren. Bei einer zweiten Begegnung hätte man dann bessere Chancen. Doch trotz dieser Schwächen war der Geierdruide ein erstaunlicher Sternjäger. Alleine war er schwer zu treffen und recht gut darin, feindliche Piloten auszumanövrieren. Aber zu seinen größten Stärken zählte eben auch, dass er nie allein war. Druidensternjäger kamen nicht in Staffeln, sondern in Schwärmen, wobei jedes Lukuri-Kriegsschiff 1500 von ihnen mit sich führte. Ein richtig koordinierter Schwarm dieser blutrünstigen Druidenjäger konnte eine Staffel Klonpiloten in Sekunden zerschmettern. Hinzu kam noch, dass sie den gleichen Vorteil hatten, der auch Kampfdruiden so gefährlich machte. Sie waren nämlich nicht nur in einer großen Überzahl vorhanden, sondern auch perfekt koordiniert. Der Computer auf dem Druiden-Kontrollschiff steuerte sie als eine Einheit. Man kann sie sich also wie ein perfekt synchronisierter Schwarm Killerwespen vorstellen, die nicht einzeln, sondern als Einheit agierten. Und deswegen spielte es keine Rolle, wie gut ein Pilot oder sein Sternjäger war. Niemand außer vielleicht Anakin konnte lange gegen diese Jäger durchhalten. Und hoffentlich bekommen sie jetzt den Respekt, den sie verdienen. Sonst komme ich bei euch zu Hause vor. Und falls euch jetzt noch ein sehr ausführliches Video interessiert zu allen Sith-Rängen und Spezialisierungen, denn da gab es tatsächlich mehr als 2, dann könnt ihr euch dieses Video als nächstes anschauen. Josh und Dima out.